Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Airport CEO. Wir bauen hier an dem neuen Terminal gleich mal weiter. Also ich habe hier die Warteschlange, die habe ich für euch gemacht. Dass man noch mehr einschlafen. So, dann ich mir überlegt habe, ich möchte hier gern noch so einen Durchgang haben. Genau so hier. Ich fand nur, dass sie vielleicht besser den Weg finden und so. Man weiß ja nicht. Okay, wir machen ja gleich mal weiter mit der Fließbinge. Overground. Also mein Sack hat zwei hier und zwei hier. Das müssten die 12 sein. 2, 3, 4, 5. Und die 12 kosten nochmal genau N6. Das wie weit vorher haben wir sie gemacht. 1, 2. So. 4 und da 4. So dürfte es passen. Jetzt quasi da auf der anderen Seite nochmal. 5 lassen wir Abstand. Und 6, dann wieder 5 Abstand. So. Wir wollen es ins 2. Ach, das war nix. So. Und wieder hoch. So, gleich haben wir's. Ich hoffe bloß am Ende findet das Gepäck auch der richtige Weg. Kriege ich schon noch die Krise. So. So, machen wir gleich die Sitzflächen. Schon habe ich schon gelöst. Eins. So. Und da wird's halt eng. Abstand haben wir gemacht. Ne? Ja, ich glaube, Sitzfläche haben die da genug. So, tun wir farblich ein bisschen ausbessern noch.
hier zum Beispiel. Das hier, dann sieht man da besser, dass so ein Durchgang ist. Das war der Bude. Okay. So, dann müssen wir das alles noch verbunden kriegen. Mit dem Package Bay. Bin ich immer gespannt, wie ich die hier baue am besten. Man macht so schon Sinn. Muss. 12 und dann machen wir nochmal 12. In der Zwischenzeit kann man das Zulaufband mal machen. Overground. So. Das kommt dann rüber. Mal weiter mal hier hoch. So. Ach, Schlüssel. Ach, das muss ja hier laufen, ne? Level. So. Ja. So werden schon raus. Das soll sich glaube ich aufteilen, ne? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das mal überirdisch geht. Das probieren wir mal. Und hier. Das machen wir lieber Musiker. Overground.
Ja, machen wir dann so einen Verteiler. Hier geht's wieder an der Underground. Bis hier hoch. Und die drei werden mit dem Teil der Ohr gebunden. So, jetzt bauen wir die gleich mal. Großzügiger ab. Würde schon passen. So. Underground. Sekunde. Ich will bei dem Underground-Ding auch dann nicht in den Weg kommen. Deswegen warte ich da mal noch kurz. Die Baggage Bay gebaut sind. So, jetzt müssen wir noch eine Stufe noch bauen. Ich hoffe nur, dass das funktioniert alles. So, das Abreise wollen sie auch nicht. So, das ist aber alles bald gebaut. Oh, leck das. Oh, bin ich froh, dass das wieder funktioniert, Herr. Das klauen wir gar nicht. Das sieht schon cool aus. So, da kann man jetzt die Baggage Bay bauen. Schon. So, wird ein Schuh draus. Und hier auch noch einmal für die oben. Machen wir da die Mauer wieder. So, dann lassen wir die mal bauen.
Ich glaube, die brauchen da schon eine Türle. Machen wir so mittlere. Gott, das ist ein großer Raum. Ja, da können wir auch Pauseraum machen dann, mehrere. So, das hätten wir. Das ist automatisch geschlossen. So, wie machen wir das? Sollten sich halt bestmöglich in die Quere kommen. X schreiben. Okay, die Check-in-Desk gehen hier und hier. Die oberirdisch. Nicht unterirdisch. Ich weiß halt nicht, ob das ein Anzeigebug ist oder ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Ich hoffe es ehrlich. So. So nach unten. Und hier entlang. So. Das sollte passen. Ich hoffe halt wieder, dass die sich in die Quere kommen. So, rennen wir mal hier. Da machen wir den Kaputtmacher. So, da müssen wir mal in der Underground. Und zwar brauche ich die von Check-In. Ist das hier. So entlang. Und da drum. Die hier. Welche Richtung? So. Lass mal da drauf laufen. Ach Quatsch, ne. Ach Quatsch, 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 Quatsch. Kommando zurück. Die Kerne dort zu dem anderen lieber.
Background. So. Stände hoch. Los hier. Müsste mal so ein paar Teile machen. Tilt Tray. Und so wieder in der Underground. Das ist gewurschtelt. Dort drauf. So, hier wird er wieder gescannt. Und hier wieder zerstört. Hier nein. Das ist spannend für die, wo kaputt gemacht werden. Wunderbar. So, jetzt müssen die da nun auch noch. Overground. Hier dann in Underground. So, ich glaube, die Geschichte hätten wir wohl. Ja, normal müsste funktionieren, oder? Schon ein Anzeigefehler wahrscheinlich. Hoffe ich zumindest. So, was ist da wieder los? Was hat er für ein Problem? Package loading, fehlen die Koffer. Pech gehabt. Ja. So, jetzt bauen wir da noch so die Mediumstände. Und Concrete wieder. Was für viel kosten die? 150. Ja. Okay, nicht genug Geld. Warum auch immer. Da schaffen 6 pro Seite. Jawohl. Da schaffen 4, das langt. Und da schaffen 6. Müssen wir ordentlich Leute einstellen. Ja. Okay, ich glaube das Schwerste da mit einem Gepäckpender hätten wir. Das halt könnte man fast schon aufmachen, ja. Ja. Okay, ihr Lieben, das machen wir auch in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr habt wieder Spaß. Wir sehen uns bei der nächsten Runde. Haut rein. Ciao.